Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Enshrouded. Schön, dass ihr da seid. Ah, wir haben ja jetzt angefangen mit unseren ersten Beeten und Feldern draußen. Mein Inventar ist aufgeräumt? Ja, mein Inventar ist aufgeräumt. Ja, wunderbar. Jetzt heute, da wir jetzt auch eine höhere Miasma-Passierstufe haben, würde ich vielleicht nochmal das Projekt, die Quest vom Schmied angehen. Ich hoffe auf seine Werkzeuge und dass ich dann Bronze-Sachen machen kann. Das fände ich mega cool von ihm. Ist zwar ein bisschen früh gegriffen, da wir eigentlich erst im Kupferzeitalter sind. Kupfer ist übrigens nicht unbedingt ein gutes Material für Werkzeuge, aber hey, das passt schon. Und zwar, da gibt es einen legendären Boden. Egal. Wo ist es? Hauptstadt Leuchtenstein. Ist das der Kopf des Wyverns, der uns fehlt? Das ist der Kopf, der mit... Schmied, du hast gewonnen. Wir machen heute die Hauptstadt Leuchtenstein. Essen habe ich nicht wirklich genug, habe mich nicht vorbereitet. Passt schon. Wie immer. Irgendwie können wir uns schon am Leben erhalten. Das ist schon in Ordnung. So, ist hier schon irgendwas? Echt jetzt? Kannst du schon pflücken? Ich kann nicht mehrmals ernten. Oh. Ich muss mir jedes Mal neue Setzlinge machen. Oder habe ich jetzt zwei Setzlinge daraus bekommen? Oh, okay. So, wir wollen in diese Richtung. Das ist von der Warte vielleicht auch besser zu erreichen. Aber lasst uns doch nochmal einen Trank mitnehmen. So einen Miasma-Trank. Ich habe auch noch diesen Miasma-Ring. Der würde mich auch brennend interessieren, ob das 40 Sekunden oder 40 Minuten sind. Ich gehe sehr stark von 40 Sekunden aus. Weil 40 Minuten wäre absolut übertrieben OP. Auf der anderen Seite... einer reicht ja eigentlich. Auf der anderen Seite könnte es auch 40% sein. Das ist also Miasma Überlebenszeit plus 40. Empfand ich jetzt nicht unbedingt als sehr aussagekräftig. Das war so das Problem, was ich daran jetzt vernommen habe. Wir trinken einmal den Trank. Da wir jetzt relativ viel mit Miasma zu tun haben werden. Und wir tauschen einen unserer Ringe. Den da gegen ihn. Da bin ich mal gespannt. Obwohl, der stand, glaube ich, gerade schon in 40 Sekunden. Oh. Die Richtung. Geronimo! Woohoo! Wird jetzt alles Neuland sein. Hier unten konnten wir bis jetzt noch gar nicht rein. Ich bin so gespannt jetzt hier auf die Tour. Kann auch sein, dass wir jetzt gar nicht Leuchtenstein erreichen, weil ich mich von zu vielen anderen Sachen ablenken lasse. Also sollte ich dabei über den Miasma-Boden stolpern, dann mache ich den natürlich mit. Ich hätte gern Skillpunkte. Brenne! Oh, auch nur zwei Stück. Oh, entspannt. Miasma-Sack. Ja, nehme ich doch gerne. Ich habe das Gefühl, dass dieser Weg schon uns in die richtige Richtung bringen wird. Wir haben ja relativ entspannt viel Zeit. Hier. Euch mutig aufs Prinzip. Für dieses... Oh! Widerstand. Haben die einfach vielleicht unterschiedliche Resistenzen? Kann das sein? Muss ich mal achten. Also mit genug Feuer geht's immer, aber... Oh, ich halte mich mal den Weg hier. Moment. Oh,
Ich ess mal Fleisch. Oh. Das Fleisch vergessen? Nein, ich hab's nur. Stimmt, dass ich den Setting neu gesetzt habe. Guck mal, Kurzzeitgedächtnis. Da ist es wieder. So. Bestien unter der Erde. Ich schleppte gerade etwas Baumaterial, als ich ein Rumpeln unter meinen Füßen spürte. Erschrocken stolperte ich über meine schwere Last und stürzte zu Boden. Ich muss mit dem Kopf auf dem Stein aufgeschlagen sein. Als ich erwachte, spürte ich ein Kribbeln an meiner Handfläche. Ein Krabbeln, ein Stechen. Hallo, ich lese? Könntest du mal bitte Rücksicht auf mich nehmen? Ein Krabbeln, ein Stechen. Irgendein Vieh hatte seine nadelartigen Zähne in meine Hand gestoßen. Ich schüttelte es ab, aufgewühlt durch den Schreck. Ich wollte es zerstampfen, aber das Tier hatte sich unter der Erde verkrochen. Baut ohne mich weiter, während ich die Wunden versorge. Heißt für mich, ja, Brutnest oder was? Oh, ich darf hier meinen Miasma auffüllen. Ach, wie nett. Dornbuschfriedhof. Hatte ich nicht irgendwas mit Dorn? Moment. Wäre jetzt interessant, wenn ich jetzt in eine andere Quest schon wieder reingestolpert bin. Dornfeste. Okay. Ich glaube, ich muss mir bald mal wieder die Triche machen. Dann muss ich wohl. Vorsicht walten lassen. Ah. Oh, ich dachte, ich muss gerade wieder hinreisen. Ah, gut. Okay, weiß ich Bescheid? Unangenehm hier? Kein Problem. Kein Problem, hab ich. Wow. So, davon war noch ein zweiter hier unterwegs. Da hilft dein Schild echt nicht weiter. Das ist ganz ärgerlich für dich, oder? Wow. Okay, ich muss einfach so sehr, sehr vorsichtig sein. Kriegen wir hin. Ich wünschte mir gerade wieder, ich hätte das Irrlicht mit einer Metallplatten. Ach komm. Sprengstoff ist was Tolles. Trank der Mut. Schalter. Coole Nummer. Witzig, mit Eis kann ich die gar nicht auslösen. Ha! Witziges Detail. Das gefällt mir. Nein. Lass die mal offen, ja? Komme ich her, ne? Dann lass mal kurz meine Zeit hier auffüllen. Hoch kommen wir nicht, ne? Nee. Okay, weiter im Text. Geheimgang, oder? Nö, nur komisch gebaut. So, da waren wir jetzt durch. Dann gehen wir jetzt hier hoch.
Feuerball, Gebet der Flammen. Ja, ja. Oh, ein Irrlicht. Ja, komm. Ich rede immer so viel davon. Also nehmen wir es jetzt mal, ne? Hier muss ich aufpassen. Die haben schon unangenehme Situationen ausgelöst. Ah, Knopf für die Tür unten. Schön. Okay, okay, okay. Und die Tür ist jetzt offen. Schön, schön. Ach so. Der Schalter da drüber. Leiter ist da drüber. Hey! Auf mich hier zu betrügen. Ah, Mana. Wir gehen doch immer Mana schneller. Wenn nicht, gehe ich erstmal hier unten weiter. Alles gut. Ist auch ein nettes Geräusch hier nebenbei, dieses Geklingel da. Ich freue mich schon ein bisschen drauf. Leck mich doch am Arsch, ey. Wenn wir uns mal ein bisschen speziell auf Magierüstung kümmern, zum Spaß. Ich glaube nämlich, bis jetzt macht die Magie furchtbar viel Spaß. Das ist ganz geil, eigentlich. Zeit für so einen Spaß hier. Wow! Wow, der ist schnell. Ho, 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 ho. Das gibt dem ganzen Spiel natürlich jetzt eine gewisse Würze, wenn da jetzt solche Gegner kommen. Ja, okay. Weiß ich Bescheid. So, hier ist ein hässlicher Magier, auf jeden Fall. Das sollte kein großes Problem darstellen. Wie wechsle ich denn mein... Wie wechsle ich meine Munition? Gibt's dafür eine Schnelltaste? Falls ja, finde ich sie gerade nicht. Nein! Nein? Ah! Y, okay. Wuhu! Ja, der fetzt. Und tschüss. Hoho! Ja. Ich liebe es. Okay. Hi. Oh, da ist schon wieder einer von den Schnellen.
Ja, ich muss gleich mal zurücklaufen, meine Miasma-Zeit auffrischen. War schön mit dir? Gut. Huh, Miasma-Zeit auffrischen. Eieiei, das wäre jetzt natürlich mit dem Trank ganz gut gewesen. Alter, aber ist das geil hier? Ja, das macht Spaß. Ah, hier, atmen bitte. Lasst mich atmen. Danke. Habe ich Skills? 3. Oh, ich habe gesehen, ich wollte auch noch den Doppelsprung hier haben. Der kostet 4. Hier wollte ich... Nee. Ja, den brauche ich. Die Richtung wollte ich noch haben. Muss ich aber diese Arkane ablenken, um auf jeden Fall leveln. Sonst komme ich da nicht anständig rüber. Sehr, sehr... Oh Gott. Du hast mich ganz schön erschreckt! Oh Gott, macht das gerade Laune? Unfassbar! Also das fühlt sich jetzt tatsächlich nach einer kleinen Herausforderung an mit dem Spiel und den Kämpfen. Bis jetzt habe ich ja relativ viel Larifari irgendwo mein Leben hier gelebt mit auch den High-Level-Dingern. Hier sind auch, wenn ich da mal aufs Maul bekommen habe, aber das hier fühle ich gerade. Das ist geil. Hier, yeah, komm, das kann ich nochmal direkt zerlegen, oder? Geschärftes Breiten. Ich versuche sie mal zu behalten. So. Mein Irrlicht ist abhanden gekommen. Kann das sein? Ah. Guck mal, ob ich Neues finde. Wie groß ist das denn hier bitte? Erstmal Auffrischung? Okay. Nein, ich wollte gerade einen Sprung reinmachen. Dich hole ich mir nicht sofort. Ich muss nicht so viele Dietriche habe. Oh! Hallo? Uiuiuiui! Yeah.
kaputt? Oh! Erstmal Seele, Brutdonner, Wüstenkopf, ältesten Magierstab Level 50. Okay! Das ist ja interessant hier. Wo ist er? Bitteschön. Geh kaputt. Hui. Seele direkt. Oh, wunderbar. Oh. Ich habe das Gefühl, dass das Ding ist jetzt so gut ausgebaut. Das wird irgendein Quest gewesen sein eigentlich. Jägerbogen, Stufe 15. Ja, gut. Kleinkram, Heiltrank, boah. Ja, gut. Oh. Wir haben da drin noch eine so eine Miasma-Ampulle. Die hole ich mir jetzt nochmal schnell. Das ist ja fies. Wo war die denn? So, hier wollte ich gleich nochmal rumexperimentieren. Notfalls kloppe ich die Wand daneben ein. Oh, das war hier unten irgendwo. Hier hinten durch, glaube ich. Oh, verdammt. Das war's nicht. Jetzt, ich komme näher, ich höre die Stacheln. Oh, da. Oh. Die geben mir nur eine Minute. Toll, Spiel, toll. Und das Ding funktioniert nicht. Hier vorne. Am Eingang. Und ich laufe wieder falsch. Wow. Okay, das ist ein bisschen fies. Ich dachte jetzt, diese Sanduhr frischt uns nochmal komplett auf. Und auch das Ding hier ist Betrug pur. Ich treff's nicht. Geht das nur mit Pfeil und Bogen? Ich dachte, das ging auch mit Magie. Oh, warte, ich hab ja noch. Betrug. Will ich aber wegsprengen? Wer wisst, was da drin ist? Ah. Oh, leck mich noch am Arsch hier, ja? Ach, eine Truhe. Naja, gut.
So, ich gehe jetzt nochmal vorne an die... an die Flamme. Und wenn die mich nochmal regeneriert, ist alles gut, dann machen wir weiter. Wenn nicht, würde ich das für mich persönlich erstmal als Bug einstufen, weil die Dinger haben immer eine Aura drumherum, wo man wieder atmen kann. Und dann würde ich einmal neu starten tatsächlich, damit... Ich möchte jetzt hier nicht an sowas Dämlichen sterben, weil das... von der Spielmechanik her hat man darum immer zu atmen. Also würde ich mal sagen, ich mache einmal kurz ein kleines Blendchen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Sachen erledigt, Inventar zum Großteil aufgeräumt. Diesmal starten wir mal von der Wegwarte. Ich habe auf der Map auch schon gesehen, wir haben einen Elixierbrunnen dazwischen. Jetzt, nachdem ich allerdings bemerkt habe, wie sehr anstrengend hier die Gegner werden könnten, würde ich gerne erstmal einfach nur zu der Hauptstadt hervordringen, den Elixierbrunnen vielleicht doch an der Seite lassen. Erstmal. Als ob ich mich selber daran halten könnte. Ich glaube, ich habe ihn hinten links auch gerade schon gesehen. Naja, wir wissen alle, dass ich Schwierigkeiten habe, mich mit einem eigenen Pläne zu halten. Also, müssen wir mal gucken. Und ich habe schon wieder kein Fleisch gegessen. Ärgerlich. Ja, aber du bringst mich doch jetzt nicht um, oder? Komm mal her. Danke. Alles gut. Und das Stück Fleisch essen, was ich noch habe. Ich habe nicht mal mehr Bärchen. Eieiei. Das machen wir gerade wie richtige Vollprofis. Quasi null vorbereitet in irgendeiner Ecke, wo wir theoretisch noch nicht so viel zu suchen haben. Ah ja. Was? Oh. Wollte kurz runterspringen. Das ist ein hässlicher Miasma-Fluss zwischen. Naja, das ist ja... ärgerlich. Okay, das könnte ich schaffen. Ja, überhin. Darf ich hier oben irgendwo atmen? Nee, ne? Ach, hier. Kann ich auch gleich mal ein Tränkchen schlucken. Den habe ich nämlich schon wieder vergessen zu trinken. Aber ich habe sie mitgenommen. So, 9 Minuten 40 müssten wir haben. Genau. Ja. Die Atmosphäre hier ist auch schon so ein bisschen gruselig. Ja, guck mal hier. Wie gesagt, an den Dingern ist eigentlich zum Atmen wieder. Toll, das sind auch gleich diese starken Stellen, ne? Wow. Das habe ich ja mal wieder gut eingefädelt. Wo bist du? Ha. Unangenehm. So. Die Sporen nehme ich gerne mit. So, ich trinke einen neuen Trank.
Ja, ich esse noch mal ein Stückchen Fleisch. Und dann geht's weiter im Text. Die Richtung. Bleib mal ein bisschen auf dem Weg. Der scheint so grob in die richtige Richtung zu führen. Sprach er? Oder er führt wieder raus aus dem Miasma hier? Okay. Mal von mir aus. Soll mich ja jetzt nicht stören. Gebäude mit Brücke rüber. Okay. Ich habe die falsche Quest ausgesucht. Hey! Ich laufe gerade gar nicht nach Leuchtenstein. Ha! Ich laufe nach Dornfeste. Ups. Ich dachte, ich habe die Quest ausgesucht. Ha! Das erklärt zumindest, warum der Wegpunkt so komisch war. Super. Oh, wir gehen da jetzt einfach mal hin. Ja, ich habe die Blume auch gerade gesehen, aber haben wir schon ein paar erledigt. Und eigentlich dachte ich, dass ich heute tatsächlich schaffe, mal anzukommen. War ja nicht zu erwarten, dass ich mich schon wieder von irgendwelchen anderen Sachen ablenken lasse. So, wirklich. Lebachfarm. Irgendwas war auch hier. Das Feuer. Bam. Oh. Entschuldigung. Hier, den wolltest du auch noch haben, ne? Genau. Nimm mal deine Seele. Danke. Versucht nicht, mich zu finden. Wenn du dies liest, bin ich schon im Schutze der Nacht verschwunden. Ich werde nie die Tochter sein, die du wolltest, Vater. Gehorsam, schweigsam und stumpf. Ich kann mich nicht mehr entschuldigen. Ich wurde zu Größeren geboren. Die Menschen sollen mich anrufen. Ich möchte mehr sein als Erin, die Landarbeiterin. Du wirst wieder von mir hören. Du wirst ein helles Licht am Nachthimmel sehen. Denn wenn ich meine Arme um etwas Wertvolles schließe, etwas Besonderes, schön wie Morgentau, dann lasse ich nicht mehr los. Okay. Lehmblattfarm, sagt mir irgendwie was. Kann es sein, dass unsere Landwirtschaftsquest hier ist? Was? Muss ich mal ganz kurz gucken. Tagebuch? Besseres Essen. Namens Maul bei Leuchtenstein. Irgendwo hatte ich das gelesen mit Kleeblatt. Oh. Oh. Ja, gut. Das ist bestimmt bestes Wasser, wenn man das hier rausholt. Oh, ist das Schleim? Nee, ja, zu Husula. Puff! Puff!
hart noch, dass mich so ein Viech einfach mal umbringt. Wäre doch mal was Tolles, ne? So, ich folge dem Weg mal. In der Hoffnung, dass er irgendwie schon ans Ziel führt. Sieht bis jetzt gut aus. Hauptstadt Leuchtenstein, wir kommen. Hier vorne schon wieder irgendwelche Gebäude. Ah, und noch so eine Miasma-Ampulle. Also Miasma-Zeitampulle. Nördliches Karawanenlager. Gegner hier? Nee, ne? Expeditionsprotokoll Nummer 2. Unser Ziel ist in Sicht, aber es könnte alles vergeblich sein, denn in Leuchtenstein steigt in der Ferne Rauch auf. Es gibt keine Berichte über aktive Gefechte in diesem Gebiet. Ich frage mich also, ob dies Werk von Menschen ist oder etwas ganz anderes. Ich klammere mich an meine Hoffnung, wenn ich zu den anderen spreche, aber insgeheim habe ich ein schlechtes Gewissen, ihnen nur etwas vorzumachen. Zwar besteht die Möglichkeit, dass es Überlebende gibt, aber die Chancen stehen schlecht. Verflucht seien diese Anbeter bei den Refugien der Flamme. Wären wir nur früher gekommen. Wir werden weiter vordringen und sehen, was uns in Burg Erstein erwartet. Okay. Hey! Du musst brennen, ja, ne? Schöne ist jetzt gerade, ich krieg ja hier die besseren Tränke anscheinend. Ganz angenehm. Das Zelt würde ich auch noch gerne rein. Erstmal Überlebenstrank. Oh. Gut. Da weiche ich mir wieder vom Weg ab und nehme den direkten. Oh, ja, komm. Weil du so freundlich gefragt hast. Nein, nicht den! Den! Mann, stell dich doch nicht so doof an. Gott, dann nehmen wir auch schon mehr. Na schon, geh mal hier hin, ne? War so selbstsicher, dass der andere schon getötet hatte. So, Standort O. Hä, was willst du von mir? Ha? Ha? Feuer im Hintern? Kannst du haben. Oder im Gesicht. Ich kann nicht so gut zielen, aber bitteschön. Was ist außerhalb des Miasmas sogar? Es wird Licht hier oben. Ah, tatsächlich. Oh, okay, ich bin jetzt eigentlich gar nicht so... Ich will die gar nicht alle umringen, aber ich will Catblitz mal ausprobieren. Oh, schade. Da hatte ich jetzt mehr erwartet. Der Busch. Die Büsche haben es aufgehalten. Ist okay. Kann ich mitleben. Zum Glück sind das ja die unbegrenzten. So, ist das hier die Hauptstadt? Ja, ne? Ich würde mich hier einen Schnellreisepunkt hinsetzen, auf jeden Fall. Dumm bin ich? Ey!
Wir sind da. Mit Bildchen. Ah, ich sage einmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir werden beim nächsten Mal versuchen, im Inneren von diesem Gerät irgendetwas zu erreichen. Vielleicht machen wir zu Hause nochmal eine kleine Zwischenrunde, um uns vielleicht besser vorzubereiten, weil ich bin momentan echt nicht gut davor mit Essen oder Rüstung. Noch Rüstung schon, aber ich könnte den Magieaspekt etwas besser ausleben, will ich mal sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.